Die Hoffnung der Nationalisten auf eine starke rechtsgerichtete Fraktion im Europäischen Parlament scheinen sich zu zerschlagen. Nigel Farage, der Führer der britischen Brexit-Partei, erklärte, er werde der Gruppe von Matteo Salvini und Marine Le Pen nicht beitreten. Auch Jarosław Kaczynski aus Polen verweigerte sich einem solchen Pakt. Unter keinen Umständen würde seine Recht- und Ordnung-Partei mit Le Pen und der deutschen AfD gemeinsame Sache machen.